Guten Morgen, Freunde. Morgen. Ich sehe gerade nichts. Wir sind wieder unterwegs. Heute ist allerbester Sonnenschein. Und wir starten schon wieder den Schneipstein hinauf, um ja nochmal so viel Glück wie gestern gehabt zu haben. Oder zu haben. Und hoffen ganz einfach, dass die Steinböcke da schon auf uns warten. Und Gämse natürlich. Das wäre auch ganz toll, wenn die nochmal ein bisschen dichter kommen würden. Genau. Ja, die Nacht haben wir gut überstanden im Karl von Stahlhaus. War sehr nett. Ja. Kann man echt so sagen. Und ja, kann man echt empfehlen, da eine Nacht zu verbringen. Jetzt ist da hinten sehr viel Sonne. Die ist heute kurz nach 6 aufgegangen. Muss man hochfilmen, wo wir überhaupt hingehen, dass die uns das glauben, ey. Da oben. Da ganz auf dem Gipfel. Oben. Für die richtigen Wanderer ist das angeblich ein sehr einfacher Weg. Wir fangen lieber klein an. Also, wir waren ja gestern schon mal ganz oben. Wenn man noch nie in den Alpen war, dann ist das schon ein kleiner Ritt. Genau. Also, die haben uns echt gesagt, dass ich habe gefragt, ist das wirklich hier der am einfachsten zu erklimmende Gipfel? Und die haben gesagt, wir würden das nicht mal als Gipfel bezeichnen. Ja, okay. Für uns ist ein Gipfel 2276 Meter hoch. Ist schon eine ordentliche Hausnummer, finden wir jedenfalls. Und es geht ja wirklich teilweise sehr steil hoch, wenn man da mal diesen Weg anschaut. Das ist noch eine gute Passage. Da weiter oben ist echt nur Geröll im Weg. Man muss über Steine laufen. Das habt ihr vielleicht in den letzten Tagen von den Videos schon so ein bisschen mitgekriegt. Das ist schon ordentlich. Ja, und wir haben die Hoffnung, dass wir quasi heute auch einfach bloß wieder hochlaufen müssen und oben die Tiere eben schon sind. Das wäre eben für uns das Allerbeste. Und da hoffen wir mal ganz einfach drauf. Leute, guckt euch das an, wo man hier laufen muss. Am Abhang. Das ist schon echt cool. So, jetzt geht's für mich hier weiter. Also Leute, macht das auch nicht nach, wenn ihr an so einem scheiß Klettersteig hier seid oder an so einer Felswand, dass ihr filmt. Das sollte nur ich machen. Wenn ich abstürze, ist das nicht ganz so tragisch. Dann seht ihr ein Negativbeispiel. Aber trotzdem solltet ihr das nicht machen. So. Das ist doch ein bisschen rutschig, die Steinchen heute noch. Aber es geht viel besser als gestern. Oh, so, sicherer Boden wieder. Also je nachdem, wie man das sieht. So, da ist das Karl von Stahlhaus. Da oben ist das hohe Brett, nur zur Orientierung. Und gestern haben wir einen getroffen, der ist da oben rüber, runter bis zum Karl von Stahlhaus. Der ist vom Norden sozusagen gekommen. Und dahinter liegt noch ein Berg, der heißt, ich glaube, Hoher Göll oder Göll. Das heißt, der ist erst über den Göll, dann übers hohe Brett und dann runter bis zum Stahlhaus. Völlig wahnsinnig. Und das war der Toureneinstieg. Das war das Schwierigste. Jetzt geht er quasi den leichteren Weg. Wahnsinn. Das muss man erstmal machen. Da sind aber keine Tiere zu sehen, deswegen ist das überhaupt nichts für uns. Überhaupt nicht. Wir gehen lieber hier den Steinböcken entgegen. Sarina lauert da oben schon wieder. Die hat kein Gepäck. Die hat's gut. Oh, jetzt geht's hier zum Geröllfeld hoch. Sarina ist da schon wieder unterwegs. Ja. Also wir sind heute echt schnell. Wahrscheinlich, weil wir wissen, dass irgendwo da oben wirklich die Tiere sind. Das treibt uns an. Und deswegen haben wir auch komischerweise die ganzen Leute, die vorhin hinter uns waren, abgehängt. Die sind irgendwie langsamer. Geht natürlich hier nicht nach Geschwindigkeit. Obwohl das einige auf jeden Fall so sehen. Die wollen hier ordentlich immer Strecke schaffen. Von einer Alm zum nächsten, vom nächsten Berg zum nächsten. Das wollen wir natürlich nicht.
Wir wollen zum einen Tier, von einem Tier zum nächsten. Was ich völlig vergessen habe, ist mein Rucksack mal abzuwiegen, wie viel ich eigentlich hochschleppe. Das mache ich, wenn ich zu Hause bin. Da gibt es ja noch mal ein kleines Update, wie viel ich hier eigentlich hochschleppe. Die letzten Meter bis zum Gipfel ziehen sich auch immer wie Kaugummi. Das ist echt immer krass. Aber man weiß ja, dass man es bald geschafft hat. Und Sarina und ich, wir sind uns heute beide einig, heute ist es echt ein Klacks. Also ganz ehrlich, es ist trocken, nicht rutschig, kein Nebel, wir sehen, was los ist. Ist echt ein Klacks. Sarina hat keine Probleme heute mit den Schuhen, also nur wenige. Und ja, ganz was anderes heute. Wir sind auch viel schneller. Das stimmt. Schaut euch das an, das ist echt der absolute Wahnsinn. Da muss man nicht in die Rocky Mountains oder zum Himalaya oder so. Zack, fix nach Deutschland, irgendwo ab in den Süden. Überall findet man Berge. Hier im Berchtesgadener Land ist wunderschön. Und da kann man ein bisschen Bergwandern gehen. Klasse. Ein Wahnsinnsglück. Und zwar, Sarina hat ja sehr gute Augen. Ich habe anscheinend echt gute Augen, ja. Und zwar hat Sarina gerade hier in diesem Geröll, irgendwo da hinten, ganz kurz vom Gipfel, eine Gruppe Schneehühner entdeckt gehabt. 7 Stück. Ja. Kein anderer hier hat die gesehen, selbst als wir die darauf hingewiesen haben, hat die kaum einer gesehen. Versteht man auch vollkommen. Ihr werdet es auf den Fotos sehen und auf den Videos. Die sind extrem gut getarnt. So. Das waren 7 Stück, glaube ich. 7 Stück. Wir müssen auf die Videos nochmal gucken. Wir müssen auch gucken, waren das noch jüngere Tiere? Ich kann es gerade gar nicht sagen. Ich wusste auch gar nicht, dass die in so Trupps unterwegs sind. Da müssen wir uns echt nochmal informieren. Aber perfekt getarnt. Wir wissen ja auch nicht alles über die Tiere. Ne? Das müsst ihr auch wissen. Auf Schneehühner habe ich mich nun gar nicht vorbereitet. Nicht. Weil ein Schneehuhn zu sehen, das ist ungefähr so, als wenn du, gib mal ein Beispiel, als wenn du... Keine Ahnung. Ja, es ist schon schwer zu entdecken. Ja, ne? Als wenn du einen Bartgeier zum Beispiel filmen willst. Das ist ein ganz guter Vergleich. Ja, so schwer nur auch nicht. Aber genauso wie die Leute, die durch den Wald gehen, in diversen Wäldern kein Birkhuhn sehen oder kein Haselhuhn oder sonst irgendwie was, ist es natürlich hier auch schwer, so ein Huhn zu sehen. Genauso wie, wenn man durch den Wald geht, sieht man ja auch keinen Fasan oder so. Ne? Das ist schon relativ, muss man echt viel Glück haben. Und wir hatten hier echt das Glück und jetzt hoffen wir natürlich, dass oben auf jeden Fall noch ein paar andere Tiere zu sehen sind. Aber das war auf jeden Fall schon mal so ein richtiges Highlight heute. Wieder auf dem Schneipstein, heute zum zweiten Mal. Und hinter mir könnt ihr das Steinende Meer sehen.
Und was ihr jetzt nicht sehen könnt, aber da hinten, da wo es so ein bisschen schräg runter geht, da liegt eine riesige Gruppe Steinböcke, die habe ich jetzt erspäht. Ich bin nämlich diejenige, die immer vorangeht, guckt, was entdeckt. Und Steffen ist denn der das alles filmen darf. Und den muss ich jetzt erstmal holen. Der ist oben noch bei zwei älteren Steinböcken, die sich da sonnen. Die lagen wirklich ziemlich auf dem Präsentierteller. Ansonsten ist es heute eher schwierig, obwohl wir schon Schneehühner gesehen haben, was natürlich auch der absolute Wahnsinn ist. Und ja, wir werden uns jetzt hier noch ein paar Stündchen aufhalten, bevor wir dann später wieder absteigen. Denn wir wollen uns natürlich auch noch die nächsten Tage auf die Murmeltiersuche machen. Aber für zwei Tage haben wir schon echt einiges entdeckt. Und das ist wirklich krass, weil, wie gesagt, also ich sehe sie jetzt auch schon mit dem bloßen Auge, die Steinböcke. Aber es gibt so viele Leute, die da dran vorbeilaufen. Ich meine, das ist auch klar, ja, die passen sich perfekt an die Felswand. Das ist unglaublich. Ne, also perfekt an den Lebensraum wirklich angepasst. Das ist wirklich erstaunlich. Und die Kulisse ist heute auch der absolute Wahnsinn. Also gestern war alles voller Nebel. Tatsächlich alles. Und man konnte nicht sehen, wo man hintritt. Und das war nicht so schön. Freunde, es sind wieder ein paar Stunden vergangen. Wir sind hier schon in der Sonne gebrutzelt. Aber hinter uns, man sieht es nicht, aber hinter uns ist alles voll mit Steinböcken. Überall sind welche, da unten auf den Wiesen grasen gerade welche, da hinten schlafen welche. Kamera glüht, die hat ordentlich Arbeit geleistet. Wir sind jetzt hier im Moment fast alleine. Und wir wollen jetzt mal zu dem Eisfeld hin, was wir ja gestern schon gesehen haben. Und ja, wollen mal hier in der hitzigen Sonne rauf aufs Eis. Hier kann man schon sehen, hier ist richtig Büste, ausgedörrt alles hier oben. Das ist schon echt sehr, sehr heiß hier oben. Das ist, eigentlich ist es übelst krass. Lass dich fallen. Ja, hier ist auch alles locker, also. Das ist echt heftig. Oh, ist das krass, ey. Boah. Wie dick das ist hier, ne? Wahnsinn. Tucholsky, hier, fang. Yeah. Das ist schon echt heftig. Ist ja krass, ey. Ach, guck dir mal an, auf wie groß die Schicht ist, ne? Also ja, die ist, weil die so dick ist, ist das noch genügend Kälte, um das nicht tauen zu lassen. Das ist schon Wahnsinn. Das ist unglaublich. Nur die obere Schicht haut an und gefriert nachts dann wieder. So, und hier fließt es. Also meine Trinkflasche würde ich jetzt hier nicht auffüllen. Das ist dann doch vielleicht nicht ganz so lecker. Aber, oh, Alter, ist das kühl. Heftig. Guckt euch das mal an. Ich hoffe, man kann das überhaupt sehen. Es ist ja nicht so hell hier unten. So, guckt euch das an. Hier fließt das ganze Wasser. Hier ist richtig Eis. Und da fließt das lang. Man hört es plätschern und das geht. Hört sich an, als wenn da unten richtig so ein ganz kleiner Bachlauf ist. Wo das echt lang plätschert. Wahnsinn. Krass. Hallo. Ja, was man hier so oben auf dem Berg alles entdecken kann. Das ist natürlich das Gute für einen Steinbock, wenn er mal Lust auf dem Eis hat. Einfach hin, schön am Eis lecken. Das ist natürlich sehr praktisch für so einen kleinen, niedlichen Steinbock.
Leute, wenn ich einen Tipp geben kann, wenn man gute Tierbilder oder Tieraufnahmen oder sonst was machen will, dann sollte man hier oben vielleicht einen Schlafsack mit hinschleppen, vielleicht auch noch so einen Biwaksack, ein bisschen was zu essen, was zu trinken und dann vielleicht 3 Tage hier oben verbringen. Und dann kann man auch immer noch ein bisschen zur Windscharte rüber wandern und man wird garantiert hier viel Wildlife sehen können. Also hier sind die Wiesen noch einigermaßen schön, also die dörren natürlich auch aus, aber hier überall rundherum einigermaßen noch schöne Wiesen und ja, das heißt, so findet man natürlich auch die Tiere, denn wo das Futter ist, da geht man in der Regel auch als Tier hin, logischerweise. So Leute, es geht wieder Richtung Abstieg, denn es ist gerade, ja, es ist jetzt nachmittags, es ist die absolute Hitze hier. Und die Steinböcke, die liegen natürlich jetzt nur rum und verdauen und machen nicht mehr viel. Das heißt, mit viel Action ist jetzt nicht mehr zu warten, bevor es dämmert. Damit wir aber hier nicht verbrennen, gehen wir jetzt erstmal, machen wir jetzt den Abstieg. Sarina geht wieder voraus. Und ja, dann werden wir mal schauen. Heute beziehen wir ein Doppelzimmer im Karl von Stahlhaus. Und dann schauen wir mal, was wir alles noch machen. Vielleicht entspannen wir auch einfach bloß ein bisschen. Und wir schauen vor allen Dingen erstmal, ob der Abstieg heute ein bisschen leichter ist oder ob wir uns tot schwitzen. Das kann auch sein. Ja. Ist das der Weg, wo wir überhaupt lang gegangen sind? Ja. Kommt mir so komisch vor. Okay. Natürlich, das ist der Weg. Gut, ja, dann wieder mal den Berg herunter. Wir sind schon sehr weit. Hier kommt nochmal so eine eklige Passage, wo man ja über die spitzen Steine runter muss, das ist immer ein bisschen bäh. Wie schon gesagt, das ist bäh. Aber es geht. So. Und dann ist das Schlimmste auch gleich gepackt. Es ist so ruhig heute. Sonntag. Deswegen sind natürlich... Heute ist Montag. Genau, und deswegen sind weniger Wanderer unterwegs und einige haben wir natürlich trotzdem getroffen. Ich wollte mal kurz hinsetzen. Nein, genau das will man ja sehen, oder? Für mehr Stürze. Gebt uns viele Likes nach oben. Hallo Freunde. Hallo. Wir sind jetzt hier wieder im Karl von Stahlhaus angekommen, hier in unserem Doppelzimmer, was wir heute haben. Das heißt, wir haben hier ein Doppelstockbett zur Verfügung. Kannst du ja mal drehen. Ja, und man sieht, viel hier ist im Zimmer nicht. Es ist ungefähr so groß wie die Kabine der Janewahn. Aber reicht vollkommen aus hier. Wir konnten unsere Sachen ausbreiten. Jetzt alles konnten wir uns mal etwas niederlassen und können morgen in Ruhe unsere Sachen packen. Ja, wir waren schon vorhin duschen, wir haben schon gegessen, wir haben schon ein bisschen entspannt. Ja, der Tag ist eigentlich schon wieder vorbei. Und wir wollten euch auch nur noch Tschüss sagen. Und morgen geht's aber weiter, denn wir haben gerade eben beim Abendbrot einen schönen Tipp gekriegt von einem österreichischen Pärchen, die hier in der Nähe wohnen. Und wir haben gefragt, wo Murmeltiere zu finden sind. Und die haben gesagt, das ist ganz einfach. Und haben uns da einen Weg genannt. Und den gehen wir morgen früh. Genau. Ja, jetzt gehen wir aber ins Bett und schlummern. Und ihr seht morgen, wie es weitergeht. Genau. Genau. Hoffentlich erfolgreich. Aber genau. Das sieht bis jetzt ganz gut aus. Ja, auf jeden Fall. Ja, dem ist okay. Nichts hinzuzufügen. Gut, bis morgen. Tschüss.